Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Heute zum Wochenabschluss an diesem Sonntag habe ich noch etwas völlig Insanes für euch, denn ich stelle euch heute die lebende Hearthstone-Legende vor. Holy shit, und ich rede nicht von mir. Mein Gegner heute, in dieser Arena, was ich erlebt habe, der hatte alles. Was für ein Deck. Buffs. Removals, Destruction, Death Knights. Der Mann ist die wahre lebende Legende von Hearthstone. Schaut euch dieses fucking Deck an. Es ist unglaublich und ich verliere die Fassung. Nein, ich verliere nicht die Fassung. Ich bin sehr ruhig, aber ich verliere den Verstand. Ich falle vom Glauben ab. Liadrin! Versus Liadrin! My hammer burns with holy fire. Holy fire is my middle name. Oh, und jetzt scheitern wir wirklich nur an gegnerischen Paladinen? Uncool. Nicht dein Ernst. Ey, sag mal, gibt's ab 6 plus Wins nur noch Prince Kalisevs, die funktionieren oder was? Und die Leute wundern sich, warum ich nicht zweistellig Arena mache. Na, schaut euch die Scheiße doch an. Bei einem Stand von 6 zu 2 bin ich wieder der Dödel, der die verkackte Synergy wieder zum Kotzen. Der hat wahrscheinlich. Kein Mensch hat das funktioniert, aber gegen mich natürlich wieder. Idiot. Selber schuld, Bro. Selber schuld. Siehst du, und dann spielt er auch noch Kacke. Dann spielt er auch noch Kacke. Ein fucking Prince Kaliseth Paladin. Als der Paladin ist schon stark genug. Brothers, heed my call. Hey, goons! Over here! Grimmsteel Protector ist jetzt ganz nett. Muss irgendwie gegenbuffen. Das Buffen hat den einzigen Vorteil, dass Big Game Hunter wahrscheinlich jetzt gleich irgendwann funktioniert. Okay, bei mir macht er nichts kaputt. Und er macht Blessing of Might und Humanity kaputt. Das ist mir ehrlich gesagt sogar echt recht. Der Prinz bufft das gesamte Deck um plus 1 plus 1. Komm, jetzt irgendwas mit 7 Attack. Spiel mir in den Big Game Hunter. Los! Spielen wir jetzt Light Sorrow für den Buff oder eher nicht? Ja, ich glaube, wir traden und spielen wir. Should have paid. Lay on hands of. Nochmal ganz ehrlich, das ist richtig gut. Gott sei Dank hat die keinen Charge. Oh Mann. Okay, also trade hier. There they are! I sense your still here. Goblin Bully. Kibasa Shadow Step. Ach so! Ach so! Und ein Uther hat er auch noch! Sure! Sure! Hat ja jeder!
Willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Wirklich? Was? Der Typ ist eine Legende! Der Typ ist eine lebende Legende! Er spielt Prinz Kaliseth in einem fucking Paladin! Bufft sein komplettes Deck +1/+1. Dann spielt er Uther of the Evenblade und kriegt dann auch noch die verkackte Us, während ich gerade eine Waffe ausrüste, die sogar die Synergy hätte mit dem Fight gegen die Divine Shield. Seriously? What the fuck? Der Typ, ey, lebende Legende. Und er spielt keine Minions, die 7 oder mehr Attack haben, damit einmal mein verfickter Big Game Hunter funktioniert. Einmal hätte ich's gerne gehabt. Einmal. Oh mein Gott, meine Nerven. Wieder kein 7 Attack Vieh. Unfucking fassbar. Ich werde dich vernichten, Uther. Vernichten werde ich dich. Er soll da jetzt reintraden und dann kommt der Big Game Hunter. Yes! Yes! Vernichten werde ich dich. Ach, das ist ja noch viel besser! Das ist ja noch viel besser! Da kann ich mir den Big Game Hunter nämlich sparen! Vernichten werde ich dich! Bella Torti, geh nach Hause! Nee, Bella Tortil! Raus mit dir! Insanes Deck und er kriegt's nicht geschissen. Okay, wow. Ich habe den jetzt so im Intro gehypt und dann besiege ich ihn? Are you serious? Ja, da fragt man sich vielleicht doch, wer die lebende Legende ist, hä? Kleiner Spaß, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis morgen.